Dieser Tage wählen Österreichs Studenten ihre öffentliche Vertretung. Nach der vergangenen Wahl 2013 stand heuer im Vorfeld vor allem die Wahlbeteiligung im Vordergrund. Denn letztes Mal haben nur 28% der stimmberechtigten Wähler auch tatsächlich ihre Stimme abgegeben. Was kann man für diese Wahl erwarten? Wie sind die ersten beiden Wahltage gelaufen? Dazu begrüße ich jetzt bei mir vom ÖH-Vorsitzteam Bernhard Lahner. Hallo und danke fürs Kommen. Hallo, danke für die Einladung. Gerne. Ja, ich habe es bereits gesagt, 28% nur 2013. Das ist nicht einmal jeder dritte Student. Wie schaut es denn jetzt aus nach den ersten beiden Tagen? Die meisten gehen ja anscheinend schon am Tag 1 wählen. Ist das so? Ja, das werden wir jetzt sehen, wie es wirklich aussieht. Ich meine, die Wahlbeteiligung ist immer ein großes Thema natürlich, wobei man feststellen muss, dass in den 70er Jahren die Wahlbeteiligung rasant auf 30% irgendwie eingependelt hat. Warum? Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung, warum. Mhm. Da pendelt es halt jetzt seit 30, 40 Jahren dahin. In den letzten 10 Jahren war ja die Bundesvertretung indirekt gewählt. Das heißt, wir haben in den letzten 2 Jahren das Hochschullandschaftsgesetz neu verhandelt und wieder Direktwahl eingeführt. Das heißt, alle Studentinnen und Studenten haben jetzt die Möglichkeit, alle 3 Ebenen, also die Studierendenvertretung, die Hochschulvertretung und die Bundesvertretung direkt zu wählen. Und wir hoffen schon, dass das ein größerer Anreiz ist für die Studentinnen und Studenten, damit sie auf einer Hochschulebene vielleicht eine andere Fraktion, eine andere Liste wählen und auf der Bundesvertretung dann eine andere. 2004 hat man das letzte Mal so gewählt, ne? Genau. Wie viel war es da, die Wahlbeteiligung? Es war auch um die 30%. Wow. Warum ist das so? Ich meine, gibt die ÖH so wenig her, dass die Studenten sich nicht dafür interessieren? Das glaube ich natürlich nicht als ÖH-Vorsitz-Teamvertreter. Ich glaube, es ist generell ein gesamtgesellschaftliches Problem, warum das politische Interesse bei vielen Leuten irgendwie nicht einmal so weit geht, dass man zur Wahl geht. Wenn man sich anschaut, die Arbeiterkammerwahlen oder die Wirtschaftskammerwahlen, die sind so bei 38-40%, ist für die ÖH, wo alle Studienvertreterinnen ehrenamtlich arbeiten, eigentlich gar nicht so schlecht, wobei es natürlich keine Entschuldigung sein soll. Aber was hat sich denn zum Beispiel seit 2013 konkret getan? Welche Schritte hat die ÖH gesetzt? Was können die Studenten spüren? Eben zum Beispiel haben wir jetzt eben das Hochschullandschaftsgesetz mit dem Ministerium verhandelt und eben die Direktwahl wieder eingeführt. Mhm. Genau, da geht es um die Organisation der ÖH. Ein anderer Punkt war natürlich im Dezember, wo die Ministeriumszusammenlegung war, wo wir ganz schnell sehr viele Menschen irgendwie auf die Straßen gebracht haben, um zu demonstrieren, dass das Wissenschaftsministerium in das Wirtschaftsministerium eingegliedert ist, wo wir ja eh schon laufend erkennen in den letzten Jahren, dass Bildungsökonomisierung immer mehr Themen ist und alles verwertbar sein muss, dass Bildung muss einen Wert haben und so weiter und so fort. Das war ein breites Demonstrieren gegen diese Regierungshandlung. Was die Studentinnen und Studenten direkt spüren, ist zum Beispiel Studienförderungsgesetz, haben wir auch mitverhandelt, wo jetzt zum Beispiel die Zuverdienstgrenze bei 10.000 Euro ist, vorher war es bei 8.000, also es geht Schritt für Schritt weiter. Mhm. Und natürlich auf allen Ebenen, wenn es um studienrechtliche Belange geht, Beratung, wir haben Juristinnen im Sozialbereich. Gut, also da tut sich einiges offensichtlich, aber wenn man sich jetzt so die Wahl im Vorfeld anschaut, da waren durchaus interessante Plakate dabei, zum Beispiel von der Spaßfraktion. Der liebe Gott benetzt von außen und von innen, kommen Sie, bieren Sie. Die Themen, die da noch sonst noch waren, ja, günstigere Tickets für den öffentlichen Verkehr. Wo sind denn wirklich so die tieferen Themen, die die Studenten tatsächlich betreffen könnten? Ich glaube, das ist schwierig zu beantworten, aber es ist auf alle Fälle während der Wahlkampfphase natürlich die Sichtbarmachung, wo jetzt die Probleme sind. Und das geht halt gleich relativ schnell in gesellschaftspolitische Themen, wo man einfach aufzeigen muss, okay, es ist irgendwie ein Problem, wenn die Studiwohnheime zum Beispiel bei der neuen WU 550 Euro im Monat kosten. Das ist halt so eine Dimension, wo man sich reinbewegt, die einfach nicht okay sind und Studieren nicht mehr für jeden leistbar macht. Und das ist natürlich ein wesentlicher Punkt, den die ÖH macht. Da geht es wirklich ans Eingemachte sozusagen. Genau. Wir kommen schon zum Ende. Nur noch eine Zahl möchte ich jetzt haben. Was rechnen Sie mit wie viel Prozent sind jetzt diesmal dabei? Also ich gehe davon aus, dass wir schon die 30%-Marke knacken, beziehungsweise 100.000 Studierende. Das wissen wir dann spätestens morgen Mitternacht. Genau, das wissen wir morgen. Ab 17 Uhr kommen die Wahlergebnisse rein und ab 22 Uhr, 0 Uhr, sollte dann das endgültige Wahlergebnis da sein. Dann sage ich vielen Dank fürs Kommen. Bitte.